Hallöchen, liebe Leute, und willkommen bei Minecraft mit Professor Hastig. Ja, ich habe ein paar Vorschläge bekommen. Unter anderem war das, einen Brunnen aus Quarz zu bauen. Die Idee fand ich sehr gut. Aber den Brunnen würde ich am liebsten draußen hinsetzen, weil hier drin ist wirklich nicht viel Platz. Ich würde das Gerät dann natürlich etwas größer machen, nicht so ein Mini-Brunnen. So einen kleinen Brunnen haben wir ja auch schon im Blumenladen. Das heißt, ich würde den hier draußen auf jeden Fall irgendwo hinbauen. Und dann wurde ich noch gefragt, ob ich auch eine Statue baue. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Da reicht meine Fantasie, glaube ich, nicht zu aus. Also meine Fantasie vielleicht schon. Aber dann hapert es halt, wie immer bei mir, an der Umsetzung. Aber einen Brunnen werde ich auf jeden Fall bauen. Ach so, ich fange erstmal hier drin an. Ich hatte nämlich eine Idee. Ich werde das hier drin auch alles so ein bisschen wie ein Büro einrichten. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache hier so eine Art Schreibtisch hin. Da sitzt dann praktisch der Verkäufer. Mache ich natürlich einen schönen Sessel. Dann einen Tisch. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt keinen Zaun dabei. Aber den Tisch können wir später auch noch bauen. Das ist kein Problem. Und dann stelle ich halt hier gegenüber, denke ich, zwei Stühle hin. Ja, das, da werde ich auch nur diese einfachen Stühle lassen. Und hier hinten baue ich dann noch ein Regal. Jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das baue. Mal gucken. Aus Treppen irgendwie. Boah, so könnte man das lassen. Vielleicht kann man das auch um die Ecke ziehen, aber es gibt jetzt irgendwie hässliche hässliche Lichtflecken, also Schatten, aber das ist, eigentlich hat es ja auch was. Ich denke, ich werde das so lassen. Das sieht ja irgendwie ganz witzig aus. Und hier werde ich, glaube ich, noch ein paar Bretter hinbasteln als Ablage. Ja, ich denke, das können wir so lassen als Büro erstmal. Das bin ich auch am Überlegen, vielleicht. Eigentlich könnten wir das hier hinten weiter lang ziehen. Vielleicht ändere ich die Holzart auch noch ab, aber das weiß, oder ich, ja, das, ich wollte gerade sagen, wir können das Ganze auch hierher rücken, aber dann, ja, oder ich nehme die Tür wieder weg. Bloß dann kommt man hier rein und geht direkt an diesen Rückenlehnen von den Stühlen vorbei. Das finde ich auch nicht so schön, muss ich sagen. Ja, also hier sitzt dann der Verkäufer und hier sitzt die Kundschaft, die kann sich dann beraten lassen von dem. Da werde ich auch noch ein bisschen Deko zu erstellen. Ich habe mir überlegt, hier hinten vielleicht an die Fensterbank oder auf die Fensterbank ein bisschen Blumen und hier vielleicht irgendwie noch Regale mit Büchern. Das könnten dann die Kataloge sein, in denen man sich dann halt fertige Sachen aussucht. Und dies lasse ich hier erstmal noch uneingerichtet, weil ich ja ganz gerne hier noch übernachten möchte und bauen muss. Ja, also ich habe jetzt hier ein Stack Quarz. Ich habe mir auch schon mal Glowstone eingepackt. Ich würde am liebsten eigentlich ja, dieses diese Unterwasserzeug, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Das hätte ich ja ganz gerne, aber da traue ich mich natürlich nicht allein rein. Gemeißelter, und wie geht denn nochmal eine Säule? Hm.
So. Okay, da kriegen wir zwei Säulen raus. Das wird ganz schön teuer, Leute, muss ich euch mal so sagen. Da bin ich ja mal gespannt, was das hier wird. So, da können wir, glaube ich, schon mitarbeiten. Genau. So, jetzt gehe ich aber noch mal in den Blumenladen und werde mir noch mal ein paar Ranken holen und hier einen Klotz hinsetzen, damit ich die Tür nicht verfehle. Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, ich habe den eingesammelt, aber ich denke schon. Ich hoffe, wir haben hier noch Ranken. Sonst müssen wir uns halt welche abschneiden. Hier wächst ja genug Grünzeug von der Decke. Vielleicht nehme ich auch noch mal so ein paar Blätter mit. Ah, die Schere ist fast kaputt, sehe ich gerade. Ja, ich denke, das sollte erstmal reichen. Das wächst ja sowieso wieder nach. Die Schere tue ich aber hier rein. So, und dann fangen wir mal an mit dem Brunnen. Ich habe mir jetzt noch gar keine Gedanken weitergemacht, aber das, also was mich so ein bisschen stört, ist, dass dann für diesen großen Brunnen das hier eigentlich ziemlich klein ist. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall früher oder später noch erweitern. Und den Brunnen würde ich eigentlich hier eher mittig hinsetzen. Ja, eigentlich auch nicht. Ich baue einfach. So, und dann setzen wir hier eine Säule hin. Das mache ich, glaube ich, anders. Das ist eigentlich ganz schön klein. Ja, eigentlich reicht es. Oh, das sind die falschen. Oder doch? Nee, noch richtig. Genau. Und dann setze ich den dazwischen und dann nochmal ein Säulending drauf. Und ich denke, ich werde mich hier mal mit Erde rüberstecken. Nein, mache ich nicht. Steppe ich hier einfach hoch. Das ist mir zu kompliziert. So, das müsste ja passen. Ja. So. Ach, jetzt bin ich wieder ganz leise und still. Da bin ich gespannt, was das wird. Ich habe mir das so gedacht. Jetzt müssen wir natürlich oben noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da oben den, ja, eigentlich finde ich es nicht schön, wenn der Brunnen überall dicht ist. Also, wenn der jetzt richtig eine Decke drin hätte. Ich denke, ich werde mir auf jeden Fall noch mal ein paar Stufen basteln. Genau. Ja, ich denke, 8 Stück brauchen wir schon.
Und es wird, glaube ich, schon wieder Nacht. Ich denke, ich werde erstmal hier eine Seite. Na, das ist doch auch blöd. Machen wir so nicht. Ich setze jetzt einfach mal die hier dran. Und die Halbstufen und dann gehe ich erstmal schlafen. Ja, es sieht sehr, sehr majestätisch aus. Irgendwie passt es hier nicht gerade ins Dorf rein. Ziemlich neureich. Es gefällt mir eigentlich nicht so gut da oben mit dem Abschluss. Aber ich wüsste nicht, was ich da sonst hinsetzen sollte. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal nur die Treppen hier an. So. Wisst ihr was? Ich mache das auch mal anders. Das ist ja hier alles wieder ziemlich gerade. Werde das mal anders machen. Nee, das war doch jetzt falsch. So. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich habe die Stufen nicht eingesammelt. Das passt jetzt natürlich überhaupt nicht mehr. Ich lasse das jetzt hier erstmal weg. Denn ich habe mir überlegt, dass wir hier vielleicht irgendwie das Wasser draufsetzen. Aber da müsste man da eigentlich auch glatt weg. So eine Lichtquelle reinsetzen, aber ich weiß nicht, wie das dann unter dem Wasser wirkt. Ja, da würde jetzt so eine Seelaterne oder wie die Dinger heißen, natürlich wesentlich besser zu passen. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das hier lasse oder wegmache. Dann könnte man hier vielleicht noch irgendwas anderes hinbasteln. Ja. Ich bin gerade völlig überfragt, Leute. Ich probiere mal gerade was aus. Sieht sehr lustig aus. Es sieht aus wie so ein Totempfahl. Marterpfahl. Ich müsste also eigentlich mal ausprobieren, wie das mit dem Wasser überhaupt sich verhält hier drin. Nicht, dass ich hier alles aufbaue und dann... Hä? Du sollst da auch weg. Habe ich denn einen Wassereimer dabei? Jawohl, habe ich. Das ist sehr gut. Komme ich bloß irgendwie nicht dran? Ich wette, ich werde jetzt weggeschwemmt.
Also das Wasser bleibt schon mal drin. Das ist ja schon mal viel wert. Eigentlich hätte ich es lieber da drauf. Dann mache ich das mal anders. Nehmen wir erstmal Erde. Sammle ich das Wasser mal wieder ein. Oh, gut, Behutsamkeit habe ich dabei, das ist schon mal sehr gut. Dann geht das Ding hier wenigstens nicht kaputt. Und das baue ich auch erstmal wieder ab. Ich könnte eine Schaufel gebrauchen hier. Dann setze ich das jetzt doch hier wieder hin und lass das Wasser darunter fließen. Also schon hier drin, aber dass die... Wie mache ich denn das? Ist denn das, wenn da Ranken dran sind, dann werden die weggeschwemmt höchstwahrscheinlich. Das ist gar nicht so einfach, ja. Ich werde mir hier mal so Erdblöcke als Hilfs... Klötze hinbauen, damit ich erstmal sehe, wie das überhaupt aussieht. Ich habe auch wieder Hunger, sehe ich gerade. Vielleicht nicht ganz so hoch das Wasser fließen lassen. Ja, ich glaube, das sieht besser aus, wenn das so ist. Aber ich denke, wenn ich die Erdblöcke wegnehme, brauche ich gar nicht. Ah nee, es bleibt. Das ist sehr gut. Hier auch. Ah. Oh oh. Okay, es bleibt nicht. Es brauchte nur eine Weile. Dann müssen wir das erstmal hier wieder dicht machen. Ja, das ist natürlich schade. Weil so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Habe ich noch Stufen? Zwei Stück. Ich möchte das jetzt echt mal ausprobieren, wie das ist, wenn da Ranken dran sind. Ich hab's noch nie ausprobiert. Ja, okay. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Ach ja. Es ärgert mich jetzt so ein bisschen. Weil ich habe eigentlich gedacht, dass... Ja, ich möchte hier irgendwie nicht so noch mehr Quarz hinbasteln. Weiß ich nicht. Geht sowieso nicht, da müsste ich das hier wieder wegnehmen. Also das würde ich dann jetzt doof finden. Ach ja. Da habe ich mir was eingebrockt, Leute. Ich esse jetzt erstmal was. Ich glaube, mit vollem Magen kann man sich doch besser konzentrieren und ein bisschen nachdenken.
Als die Säule hier drin stand, ging noch das. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich könnte natürlich hier so eine Stufen hinsetzen. Aber ich wüsste nicht, was die da sollen. Jetzt habe ich die Dinger nicht mehr. Wie waren die denn noch so? Da schummeln wir mal so. Nee, wir machen es gleich richtig. Ah, jetzt habe ich den falsch gesetzt. Stimmt, man kann die ja auch so hinsetzen. Dann wäre hier nochmal ein Muster drin, aber das mit der Treppe gefällt mir natürlich nicht. Aber das können wir ja auch noch ein bisschen verbauen, indem wir da irgendwie Pflanzen und Ranken vorsetzen. Da kann ich aber auch den ganz normalen Quarz benutzen dafür. Dann brauche ich hier nicht so ein Zeug. So. Und wenn ich jetzt hier Wasser hinsetze, dann müsste es ja funktionieren, dass das auch drin bleibt. Hoffe ich. Na. Und es wird schon wieder dunkel. Gut. Wasser bleibt drin. Das sieht doof aus, aber das können wir halt, wie gesagt, noch anders verkleiden. Und ich habe auch wieder hier die Säulen oberhalb genau auf einer Höhe. Das ist sehr gut. Und ich werde aber jetzt die Ranken hier noch schnell dran setzen, damit das ein bisschen wachsen kann. Ja, ich denke hier und hier. Und ich werde mich verabschieden und bin echt schon gespannt, was aus diesem Brunnen noch alles wird. Und sage ciao, bis demnächst. Euer Professor Hastig.